Bitte, Joachim. So, zum 300. lieber Peter. Oh. Vom Neuschwabenland-Treffen in Berlin denken Bundesdeutsche, die haben da alle einen Spleen. Doch wenn man hört und es kaum glaubt, das Treffen ist beliebt und auch erlaubt. 300 Mal schon, das ist ein Hit, lud ein zum Treffen Peter Schmidt. 13 Jahre auch bundesweit bekannt sind eine lange Zeit. So ist ein Neuschwarmland-Treffen fast eine Sehenswürdigkeit. So gab es schon oftmals Kameraden, die auf Berlin-Besuch sich haben eingeladen. Auch kommt recht gern mal ein Bundes- und VS-Agent. Doch die sind meist nicht sehr intelligent. So wurden diese bisher immer erkannt und kommen deshalb nimmer. Gesprochen wird nicht nur vom Erscheinen der längst bekannten fliegenden Scheiben. Auch über politisch wichtige und aktuelle Themen, mit denen das System etwas gegen Deutsche will unternehmen. Der Lügenpresse gilt es, überzeugt zu trotzen und gegen Bundesmedien stets zu motzen. Aufklärungsarbeit dem deutschen Volke gegen die systemgesetzte Nebelwolke. Nochmal 300 Treffen wird es vielleicht nicht geben, denn Terra, die Welt, wird bis dahin einiges erleben. Zum Schluss, da gratuliere ich dem Peter und sage, bleibe ein Vertreter der gerechten Sache für unser Vaterland, egal ob mit oder ohne Hilfe, aus Neuschwabenland. Das Ganze auf Form einer Urkunde mit der entpassenden richtigen Rückseite. Ja, wunderbar, danke schön.